Ganz still, im Universum riesengroß, unendlich weit und grenzenlos. Wart ich, wann kommt dein nächster Brief zu mir? Wo bist du und wie geht es dir? Von Planet zu Planet, wohin die Reise geht, kleiner Prinz mit Fantasie. Rettest du die Galaxie, kleiner Prinz, du bist fern, fliegst mit Fuchs von Stern zu Stern. Und du weißt, was man auch tut, nur mit dem Herzen sieht man gut. Ah, ein Brief von meinem kleinen Prinzen. Nein, schon wieder nur eine Sternschnuppe. Wann lässt du denn von dir hören, kleiner Prinz? Auf welchem Planeten bist du? Ich warte schon so lange auf dich. Du fehlst mir. Fantastisch! Ist das schön! Guten Tag. Darf ich dich mal was fragen? Mein Freund und ich reisen durch das Universum und wir suchen Planeten. Planeten, die erloschen sind. Du bist bestimmt der kleine Prinz. Sei gegrüßt. Es gibt einen Planeten ganz in der Nähe. Der ist völlig umhüllt von finsteren Wolken. Oh, die Schlange. Sie war mal wieder vor uns da. Aber danke für deine Hilfe. Was war das? Was ist denn mit dem Stern passiert? Schnell, Fuchs! Aufstehen! Die Sterne verschwinden! Hab dich! Guten Morgen, vielen Dank für das sanfte Wecken. Was ist denn passiert? Wir sind gerade mit irgendetwas zusammengestoßen. Es ging alles ganz schnell. Die Sterne sind verschwunden und dann habe ich nur noch einen Lichtstrahl gesehen. Er kam aus dieser Richtung, von diesem Planeten da drüben. Ich habe eine düstere Vorahnung. Guck mal, Sternenstaub! Könnte es nicht sein, dass das der Lichtstrahl ist, den du vorher gesehen hast? Ja, komm, hinterher! D455. Bist du bereit, Fuchs? Nein, ja, ich meine, ich überlege noch. Ach komm, stell dich nicht so an. Mach einfach die Augen zu, wenn du Angst hast. Ich hab keine Angst. Was sind denn das für Geräusche und dieser Wind? Wo sind wir? Kann ich die Augen aufmachen? Ist alles in Ordnung? Ja, es ist alles bestens. Wir sind mitten in den Wolken. Was? Das heißt, wir stürzen ab? Was für ein Elend. Alle Pflanzen sind krank. Nichts gedeiht mehr auf unserem Planeten.